Okay, jetzt sind wir beim letzten Element des Trick-Mixings angekommen, das, wo ich euch heute vorstelle. Das ist ein Sound-Element doppeln oder trippeln. Ich nehme in diesem Fall eine Snare meines Beats, den wir jetzt schon fast in- und auswendig können, wenn ihr fleißig die Videos geschaut habt. Ja, und ich zeige euch mal kurz, was dahinter steckt. Es ist im Endeffekt ein Reinsamplen eines Sound-Elements. Es schaut so aus. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den falschen Cue-Punkt gedrückt. So, ihr seht, ich habe jetzt hier auf diesen Plattenspieler ja einfach eine Snare gelegt, die ich mit meinem Cue-Punkt angesteuert habe und habe die einfach kurz nach der Snare von meiner Originalplatte, wo jetzt läuft, also oder von meinem Originaltrack, wo auf dieser Platte jetzt läuft, einfach kurz verdoppelt, indem ich die Snare einfach kurz danach reingesampelt habe. Ja, das ist im Endeffekt, müsst ihr euch so vorstellen, wie ein ganz normaler Forward-Scratch. Den wir ja schon gelernt haben in der Scratch-Lektion. Okay, wir können das jetzt natürlich auch anders machen, nicht dass wir die Snare nach der Snare von der Hauptplatte oder dem Haupttrack hinten ranhängen, sondern wir können sie auch kurz davor spielen, also besser gesagt einen halben Beat davor. Das wäre dann diese Variante. Eins und zwei und drei und vier und 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 eins und zwei. Das war jetzt einfach gerade ein bisschen Freestyle-mäßig. Ich habe das dann immer auf die und jetzt gerade gemacht. Gerade noch kurz als Beispiel, damit ihr eine Zählhilfe habt. Genau, richtig. Jetzt habe ich gerade kurz beliebig die Snare im Endeffekt mit einem Forward-Scratch reingesampelt. Ja, genau. Jetzt habt ihr mal zwei Möglichkeiten, das so zu machen. Dann zeige ich euch jetzt gleich noch, wie man eine Snare trippelt oder wie man ein Sound-Element trippelt, aber ich jetzt halt in diesem Fall die Snare. Das pausiert. So, das war jetzt einfach mal ein kurzes Freestyle-Beispiel von mir mit der Snare-Trippeln. Das hat das auf sich, dass ich einfach jetzt hier diese Snare durch zwei Forward-Scratches, indem ich das Sound-Element, die Snare, benutzt habe vom Original-Track. Einfach zweimal hintereinander, ja, quasi reingesampelt habe durch den Forward Scratch in diesen Track und dann entsteht dieser Effekt eben. Ihr müsst darauf achten, dass ihr das auf einen halben Beat immer macht. Also nicht auf einen ganzen Beat, sondern auf einen halben. Eine Hilfe kann dabei sein, dass ihr mitzählt. 1 und 2 und 3 und 4. Ich habe das jetzt so gemacht. 1 und. Auf das Und habe ich mein erstes Sound-Element, meine Snare, gelegt. Auf die 2
einfach den Crossfader nach rechts geschoben, denn da läuft er dann die Snare vom eigentlichen Track. Ja, und dann ziehe ich einfach wieder ganz normal den Fader rüber, aber ganz nach drüben, sodass man nur diese Platte hört. Spiele mein verwendetes Sample ab, meine Snare, und gehe dann wieder rüber meinem Crossfader zu meinem Haupttrack. Genau, da wären wir jetzt bei der zweiten Snare dann beim 1 und 2 und 3. 2 und. Das wäre dann getrippelt. Also kurz nochmal zum Verständnis. 1 und Snare, 2 Snare und Snare, 3 normaler Beat. Also das wäre jetzt dann wieder ein Drumschlag bei dem Haupttrack. Kurz zum Verständnis. Ich zeige euch das nochmal kurz. Zählt einfach mal mit. Ready? Jetzt. Ready? Okay, beginnen wir. Und jetzt. Jetzt immer hintereinander. Und einmal noch. Ja, das wäre jetzt ein Soundelement Trippeln. In meinem Fall die Snare. Jetzt sind wir am Ende der Beat-Shuckling-Lektion angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt es dann auch bald mal so drauf, wie ich das gerade eben gezeigt habe. Ja, und zum Schluss zeige ich euch jetzt noch eine kurze Kombi aus Looping und eine kurze Trick-Mixing-Aktion, die dann schon einen kleinen eigenständigen Beat-Shuckle repräsentiert oder darstellt. Genau. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie gesagt, und wir sehen uns.